Es geht weiter. Junge, Bremse auf, los, hoch da! Uah. So lob ich mir das. Jetzt hier im Trail, Leute. Sarg auf, sarg auf! Bergkastell Trail. Ja, fett. Müssen wir denn da hoch? Ja. Boah, Gap! Boah, Junge! Boah, was war das denn? Ja, also wenn der Fuß gebrochen ist und ich zähle, dann merke ich es gerade nicht. Wow. Pass auf, setz dich nicht drauf. Und schau dir das an. Leute. Feinstes Enduro-Geballer. Aha. Der ist aber knackig für Rot, ne? Ja. Ja, einmal hier hoch. Wo geht er denn da lang? Sind wir denn hier richtig? Keine Ahnung. Kling, klang, klong. Richtig gut. Also ich denke, hier ist ein geiler Urlaubsort. Ja. Mit dem See und den Mountainbike-Möglichkeiten hier. Was soll ich sagen? Bruder, sag, was du willst. Freunde, bam, 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 bam. Feinstes Enduro-Geballer hier, ey. Schön eben, Trey. Der ist nicht schön eben. Ne, der ist nicht eben. Der ist der Name nicht Programm. Der führt euch in die Irre. Ja, weißt, ne? Ja, weiß. Der will dich hinten, will der dich. Ich bin so schlau. Ja, das ist hart. Genau, das ist ruppig. Ja. Aber ihr habt es gesehen. Herrliche Trails. Herrliche Trails. Wurzel, Steine, steil, Ausblick. Bam, 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 bam. Ich will mal einen blauen Trail jetzt fahren. Echt, ey. Jo, ich will ja nicht hochtrampeln. Ich ganz ehrlich. Da will ich nicht hoch. Da müssen wir uns einfallen lassen. Sonst steige ich ab und fahre quer durch den Wald. Ist mir egal. Ich fahre nicht den Forstweg hoch. Oh. Das war eine Wand, war das. Sehe ich aus, als ob ich ein Gravelbike unter dem Arsch habe? Nee, sehe ich nicht. Lift, Pommes und Ballern. Bereit, Johnny, wie gut? Du darfst. Ich darf, danke. Schön eben, Trey. Ja, das ist unser. Ui. So, das nennen die in Winterberg, nennen die sowas Downhill-Strecke. Okay. Yeah, boy! Und weiter geht's. Achtung! Boah, das ist ja der Hammer hier, ey. Boah, schnell ist denn der Dude, ey. Woo, Alter! Ich hab jetzt nicht damit gedacht, dass der so ist. Ehrlich nicht. Boah, Leute. Boah. Boah. Boah, keine Kraft mehr. Rohe Eier, rohe Eier, rohe Eier. Alter. Boah.
Da habe ich nicht mit gerechnet, ey. Ich dachte, wir kriegen hier einen schönen Flow-Trail vorgeführt. So, weiter geht's. Am schönen Alm-Trail. Muss ein kurzer Akkuwechsel bei mir machen. Boah. Aber hier, Leute, bist du durchgeschüttelt. Oh, Bruder. Bin nicht mehr ganz bei der Sache, ey. So, Bruder, bist du soweit? Ging besser schon mal. Ja, na klar. Junge, einfach mal einen Abhang runter. Oh, enger Baum. Oh, danke. Boah, Pitztrail, oberer schon eben. Wir müssen schön eben Ski, schön eben Trail. Junge, Kopf kaputt, nachdem geschüttelt ist, hat auch kein Wunder. Polter die Polter, ey. Eieiei. Boah. Boah, Leute, ey. Trail ist Bombe, aber meine Arme, ne? Boah, da ging die Front kurz weg. Oi, 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 oi. Hier wird das sein mit dem Hochtreten. Ja. Oh je. Ist aber krass steil. Vielleicht können wir schon oben so ein Stück. Und das ist halt hier Megatower-Terrain, ne? Voll. Das geht zwar auch, aber mit dem Megatower macht dir das höchstwahrscheinlich einfacher. Voll. Und du bist schneller. Also doch noch einen Meter. Ja, dann brauchen wir das aber wieder nicht. Doch. Ja, doch, doch. Ja, dann brauchst du aber das Bronzen nicht mehr. Ja, das ist unnötig. Okay. Ja. Ja. Der Rock Garden hier, ey. Meine Hände geben auf. Oh, ich muss mal kurz, Leute. Oh, ich habe ja ein echtes Armpumpproblem gerade. Mal, vielleicht ist er doch etwas weicher stehen. Gucken, wo unser Trail mal ausbleibt. Ja, na klar. Ich musste anhalten, Armpump. Der ging nicht mehr, ehrlich, ey. Ah. Wo ist denn richtig? Weiß nicht, ich hab jetzt gedacht, so. Da, oder? Aber ja, denke ich auch. Ja. Na komm, Abfahrt. Ah! Los geht's!
Das sind aber, meine Güte, Step-Downs. Du Scheiß. Boah. Wow. Junge, Junge, ey. Boah. Ja, guck mal, wie steil, ey. So, Pits Trail. Und ab der Hälfte suchen wir einen Weg, um zur Resche einzukommen. Einfaches Fahren. Nein, ist richtig. Ist richtig. Nein, ist richtig. Ja, ist richtig. Sind wir nicht hierher gekommen? Wie hergekommen? Was? Leute, ich bin schon völlig durch. Was? Was meinst du denn jetzt? Ja, schon gut. So, jetzt gucken wir mal. Also wieder Trail-Abenteuer mit den Centerboys. So was lieben wir doch. Hier steht einfach mal eine, was ist das, eine S12-Baggermaschine. Und dahinter kommt die andere Maschine, die Trail-Maschine mit dem Nomad. Ja, Freunde, wir haben uns gedacht, wir haben nämlich gar keinen Bock auf Hochpedalieren und haben einfach mal einen anderen Weg genommen. Der ist auch ein bisschen ruppiger, wie alles hier in Autos. Aber ich denke, wir sind genau richtig. Meine Güte, ey, wir sind schon wieder irgendwo in Österreich. Boah, jetzt kriegt hier natürlich die Schmocke ins Gesicht. Ha, oh, das ist hervorragend. Ja, pass auf, da kommt dann ein Parkplatz und dann links hoch. Oh je, wir müssen wohl trotzdem hoch. Wo lang? Ecken. Freschener Alm. Eine Stunde steht da, ich drehe am Zeiger. Jo, ich will ja nicht hochtrampeln. Ich ganz ehrlich, da will ich nicht hoch. Mit die Laufens. Mit die Schlappens. So, Freunde, kurzes Zwischenfazit. Uphill des Todes. Unfassbar. Unten ist ein Parkplatz, da stand ein Schild. Eine Stunde. Wir fahren jetzt 21 Minuten. Das ist ultra anstrengend. Es ist heiß, mir läuft die Suppe ins Gesicht, in die Augen. Mein Schaltwerk streikt. Ich komme nicht in die letzten oberen zwei Gänge. Ja. Enduro for life, Bitches. Jawohl. Nice Trail. Jawohl, Tina Dolski. Ballerino, willkommen. Oh Gott, Alter, ich kotze den Kuchen raus. Ah. Let's go, Bruder. Let's go. Drei Länder Enduro Trail. Bruder, ich beschlage. Dann los. So. Dann schauen wir mal. Boah, da geht's schon wieder hoch. Kann doch nicht sein. Oh nee. So, jetzt sind wir auf dem Fahrradtrail. Der ist auch direkt was ruppiger. Oh, ist das schön hier. Ja, Leute. Schee. Anscheinend ist das hier mal wieder ein kleiner Uphill. Boah. Ist doch mehr hoch als gedacht. Der Bruder leidet. Ja. Aber der hat natürlich auch einiges mitgemacht. Kann ich? Ich muss sagen, der Trail ist sehr komisch. Also irgendwie nur so kleine Sektionen und dann wieder nix. Also sehr kurze Sektionen hier irgendwie immer. Bruder nimmt die Highline. Oben bleiben und dann unten reinstechen. Ja. Das ist leibend. Das ist schön. Fahr mal hier oben lang. Andere Leinwehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr, Leute. Einfach keine Kraft mehr. Boah, das hat echt geraubt hier, die Alm hochzukommen.
Oder fahr ruhig. Ja? Keine Ahnung, was jetzt los ist. Richtigen Hänger gerade. Der Bruder leidet. Und da leidet man natürlich mit. So, ich glaube, ich würde gerne da unten. Aber, hier. Ja. Chip, chip. Boah. Okay. Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Ja, da sind mal Wurzeln. Also noch nicht Bongo-Bongo-Style, aber schon auch nicht ohne. Ja, ist ein geiler Trail. Boah, oh, jetzt habe ich mich wieder verhaspelt hier. Es tut mir echt leid. Ich bin einfach fertig gerade. So, wir befinden uns jetzt wieder auf so einem Transferweg. Also das müsst ihr halt wissen, Leute. Ne? Wenn ihr in Nauders seid, ja, kann euch sowas halt öfters mal anscheinend passieren, dass ihr zwischen den einzelnen Trails solche Forstwege hier entlang fahren müsst. Die sind auch nicht gerade kurz. Und die gehen auch nicht immer nur bergab, sondern die gehen auch immer mal wieder bergauf. Junge, ist der schwarze 11 Trail? Ich hoffe nicht. Ehrlich, ich hoffe nicht. So, Freunde des gepflegten, unterhaltsamen Mountainbike. Weiter geht's, wir sind hier im 11 Trail oder 11 Trail. Keine Ahnung, der ist anscheinend schwarz, was weiß ich. Wir sind völlig im Sack. Anderthalb Tage feinstes Enduro-Geballer. Aber wir müssen den nehmen, damit wir halt zur Gondel kommen. Ne? Der Bruder leidet. Ich leide mit dem. Boah. Aber alles für die Klicks, sag ich dann nur immer. Chicken Way, what? Scheiße. Warum habe ich den Chicken Way genommen? Shit. Oh nein, ja, oder, oh. Boah, was ist das denn? Da kann man aber auch so schnell nicht schalten, weißt du? Ich habe nur Pfeil nach rechts gesehen. Da unten unter dann Chicken Way. Wer soll bei der Geschwindigkeit noch lesen, frag ich mich. Also, es rappelt ordentlich im Karton. Ui. 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 Uah. Uah. So, wir haben natürlich wieder an der allergeilsten Stelle hier geparkt. So, ich würde am liebsten hier links die Highline nehmen. Da gucken wir mal, ob das klappt. Jawohl! Eieiei. Huh! Boah! Alter Schwede, hey, komm mio, ey. Das ist einfach nur ein Canyon hier. Das ist der Wahnsinn. Ah, weil es noch nicht schwer genug ist, wird es jetzt ein bisschen feucht hier. Nicht nur in der Hose, sondern auch im Trail. Boah, Alter. Oh, jo, den konnte man noch ein bisschen wegdrücken. Das Ding ist halt, ne? Bist du im Sack? Bist du im Arsch? Ja, tut alles weh, fährst du automatisch ein Stück weit langsamer und eigentlich hilft dir die Geschwindigkeit tatsächlich bei solchen Sachen hier, ne? Da kommt die Maus. So, wir sehen uns am anderen Ende. Wie so, jetzt bin ich auch zu langsam und rutsche sofort weg. Komm ich noch rum? Ja, sehr gut. Und rein. Jawohl. Puh. Eieiei. Hammer. Yes, baby. Gut gemacht. Leute, Wahnsinn, ihr habt es bis hierhin geschafft im Video, ihr habt alles miterlebt, die komplette Klaviatur der Gefühle. Nauders, hier, Sikerem. Nauders hat uns hart rangenommen, aber wir Nauders auch. Es war ein Fest, war richtig geil. Enduro Trails,
bis zum Abwinken. Gottlose Trails, wie ich immer sage. Trails sein Urgroßvater. Richtig geil. Aber auch absolut behinderte Transferwege. Ja? Also, da muss man auch wissen, worauf man sich einlässt. Ja? Also, da hilft uns immer der Schnubbi. Der leitet uns sozusagen. Der führt uns. Ne? Wir sind so klein. Oh, guck mal da. Ja, der Blitzer am Arsch. So, wir fahren jetzt zurück zu unserem Loft und lassen den Abend ausklinken. Oder klingen. Wir lassen den ausklingen. Ist besser. Morgen Sölden. Also, ich glaube, das war jetzt der Teil 3 wahrscheinlich. Ne? Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nur raus. Ja, das wird wahrscheinlich Teil 3 sein. Ja, also, genau das. 3 Teile, Freunde. Ihr habt es gesehen. Wir haben alles gegeben. Einmal um das Dorf, würde ich sagen. Einmal um den See. Ja, es ist eine Reise wert, auf jeden Fall. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Wirklich. Da muss man zu Hause nochmal auf den Stepper. So, also, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn beim nächsten Mal heißt es, Sölden, wir kommen. Freunde, bis dahin. Lasst die Glocke da. Abonniert die Glocke.